Ach, ich hasse dieses Gebiet. Mann. Wieso kriege ich die denn nicht mehr hin? Ist nicht dein Ernst? Oh Mann. Ich komme nicht mehr durch dieses Scheißgebiet. Das ist so zum Kotzen. Das ist doch so zum Kotzen mit diesen Typen. Oh, das gibt's doch nicht. Oh, das war so knapp. Das war so knapp. Das geht ja gut los. Sie ist der ganze Alarm schon im Eimer. Geht's doch gerade nicht.
lass mich doch noch mal ganz kurz. Mich noch mal heilen, oder? Oh, der geht mir auf den Sack. Ich will mich doch nur heilen. Nein! Ach, komm schon. Erstmal das. Und dann räuchern wir aber natürlich über als nächstes. Nein, nicht das schon wieder. Gott, was denn jetzt noch? Jetzt heilt er sich noch, wollt ihr mich verarschen? Auf dich zu heilen, Junge. Och, ehrlich, das ist doch nicht euer Scheiß Ernst.
Okay, er hört irgendwann auf, sich zu heilen. Alles klar. Yes! Oh Mann! Ich habe ihn tatsächlich geschafft. Ohne Hilfe. Meine Güte, das war aber. Also damit erstmal nochmal ganz herzlich willkommen zu Let's Play Dark Souls 2. Ja. Also ich muss ja mal sagen, der Boss ist echt unfair. Aber der verlangt einem echt alles ab, was man in Dark Souls braucht. Also ich habe echt alle Scheiße benutzt. Ich habe sogar einen Leuchtkäfer verbraten. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich auch nicht das Gefühl gehabt, dass der so viel mehr gemacht hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wow, ich habe ihn geschafft. Das Schlimmste war ja eigentlich immer wieder durch das Gebiet zu kommen. Am Anfang bin ich ja nochmal dreimal gestorben. Ja. Aber im Endeffekt habe ich ihn jetzt geschafft. Da bin ich auch echt froh. Und ich haue jetzt erstmal diese ganzen Sachen hier wieder raus. Die brauche ich nämlich jetzt nicht mehr. Bin echt froh, dass ich ihn geschafft habe. Bin ich jetzt auch so ein bisschen stolz auf mich, weil wie gesagt, ich habe in dem Kampf musste man ja echt alles verbraten. Man musste den ersten, also ich habe mir dann ja echt so eine Strategie überlegen müssen. Den ersten bis auf ungefähr die Hälfte runter. Dann alles reparieren, Feuer drauf, damit ich den ersten so schnell wie möglich umhaue. Dann der zweite, der sich dann auch noch anfängt zu heilen. Also der Boss ist echt mies und ich frage mich, ob den irgendjemand auf First Try jemals geschafft hat. Und was ist das jetzt? Was habe ich dafür jetzt bekommen? Okay, was habe ich dafür jetzt bekommen? Ich hoffe doch einen neuen Ritter. Ich komme echt nur wieder zurück. Wow. Ja, ich habe sogar diesen Ring hier benutzt. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt einen neuen Ritter oder gar zwei bekommen habe. Das müssten wir ausprobieren. Aber gut, okay. Ich überlege. Wisst ihr was? Ich gehe mal ganz kurz noch nach Majula mit meinen ganzen neuen Seelen und kaufe mir erstmal neue Lebenssteine. Gottes Willen, der Boss war echt hart. Also der Boss war, also insgesamt, ich hätte kein so großes Problem damit gehabt, dass der Boss so hart gewesen wäre. Was mich ein bisschen gestört hat, war, dass das Gebiet davor ebenfalls so extrem hart war. Und gerade mit meinen lediglich 8 Estus-Flakons war es echt schwer, da ordentlich durchzukommen, muss ich sagen. Also, da muss ich mal ganz, ganz, ganz ehrlich sagen, das ist ein bisschen übertrieben. Ich hätte, also, nett gewesen wäre auf jeden Fall noch irgendwie ein Bonfire. Irgendwie ein Bonfire vor dem Boss, weil der Boss ist wirklich auch kein einfacher gewesen. Also das war ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht gibt es in dem Gebiet ja irgendwo sowas, hole ich mir auf jeden Fall auch nochmal. Irgendwo noch so ein Bonfire, aber ansonsten, ja. Aber insgesamt, ich habe ihn jetzt geschafft, da bin ich jetzt auch echt froh auf mich, stolz auf mich. Warum kann ich nicht mit dir sprechen? Achso, du musst erst aufstehen. Irgendjemand hat ja gesagt, ich soll ihn einfach ignorieren, hatte ich kurz auch fast vor, aber nö, habe ich mir dann gedacht. Wollte ich nicht irgendwas anderes skillen? Jetzt habe ich Geschicklichkeit geskillt, ist ja auch egal. So, gut. Dann fehlt uns hier jetzt noch quasi ein. Obwohl, wartet mal. Mich würde jetzt mal interessieren, sind jetzt hier mehr von den Typen? Und wenn ja, heißt das, dass ich nur noch einen finden muss. Dann können wir nämlich bald auch wieder zurück in die Hölle. Boah, ich bin jetzt auch so ein bisschen fertig. Aber wie gesagt, also ich muss sagen, am Ende ist man so richtig stolz, wenn man dann vor allem es geschafft hat, diesen Boss mit seinen eigenen Waffen so mehr oder minder zu schlagen. Also ein bisschen übertrieben finde ich lediglich die Sache, dass man Reparaturpulver so extrem benötigt. Also das ist schon ein bisschen arg fies. Nö, kein neuer Ritter. Geil. Nee, sorry, du musst da noch nicht runterspringen. Ich will noch nicht. Gut, dann ist die Frage, wo ich die anderen Ritter herzauber, um ehrlich zu sein. Ich dachte jetzt, nachdem da zwei weitere Begleiter des Königs waren, dass die vielleicht noch Begleiter sind, die mich dann nach unten in die Hölle begleiten, erscheint man nicht. Entschuldigung, kurzer Nieser. Alala. So, jetzt wünsche ich mir erstmal ein bisschen Ruhe und Frieden. Aber wir haben ja noch einen ganz kleinen Teil des
ehemaligen Weges abzuschließen. Und wenn ich das geschafft habe, muss ich immer noch zu den Stachelratten irgendwas gedöns. Da habe ich ja auch riesig Bock drauf, ey. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich bin froh, dass ich jetzt erstmal aus dem Gebiet raus bin. Das war echt keine schöne Sache, um ehrlich zu sein. Bin ich jetzt echt froh, dass ich raus bin. Die Tür, kann man die immer noch nicht öffnen? Werde ich gleich mal sehen. Aber erstmal den Typen da. Zack. Oh, das macht gleich viel mehr Spaß als gegen diese ganzen Pferde, ey. Ja, ah, die konnte ich vorher aber auch schon öffnen, oder? Ah, jetzt kann ich hier die Truhen öffnen, alles klar. Viele Truhen. So many Truhen. Ach, die wieder. Wow. Wie passt du durch die Tür, Junge? Ja, komm. Wir können das den ganzen Tag machen oder ich darf dich jetzt einfach backsteppen, danke. Eieiei, so, davon ist auch mindestens eine Mimik, oder? Ich habe ja auch noch, ich weiß noch, dass auf jeden Fall auch eine Mimik im Eis gefangen war. Frage ist, ob die sich jetzt wieder in eine Truhe, oh, Leuchtkäfer, ob die sich jetzt wieder in eine Truhe zurückverwandelt hat oder ob die dann direkt als Gegner dastehen wird. Asketenleuchtfeuer, schön Leuchtkäfer. Um es einfacher zu machen und Asketenleuchtfeuer, um es wieder schwerer zu machen. Geil. Alter Schimmer. Oh, schön. Ich benutze gerade noch die Schimmernden, ja. Titanitschollen. Oh, nur an sich ganz coole Sachen. Oh, da ist sie ja, die Mimik. Ich wusste doch, hier war eine. Nein. Ich glaube, ich bin tot, oder? Ich bin so tot. Nee, ich bin noch nicht tot. Wow, 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 wow. Katharina. Moment, ist Katharina nicht das vom... Hier, Siegmeier? Siegmeier hieß er, ne? Der Zwiebelmann. Katharina, ja. Das ist die Zwiebelrüstung. Seltsame zwiebelförmige Rüstung. Diese Rüstung macht einen recht absurden Eindruck, doch ihre vielschichtige Bauweise wehrt körperliche Angriffe ab. Alten Legenden zufolge trugen tapfere Katharina-Ritter die Rüstung, wenn sie mutig in die Schlacht zogen. Ja, und dann sahen sie total dumm aus, weil sie extrem dick waren. Aber okay. Von mir aus. So, da drüben. Ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, wie das Gebiet aussah. Ich weiß noch, hier waren unsichtbare Gegner, aber die müsste ich ja jetzt eigentlich sehen mit dem Auge, oder? Mal ganz blöd gefragt. Müsste ich die doch jetzt eigentlich sehen können? Aber ich sehe keine. Das verwundert mich jetzt so ein bisschen. Nix. Ich gehe mal aus dem Sichtradius der Armbrust. Vielleicht auch, beim letzten Mal war hier, glaube ich, noch so ein Sturm, ne? Vielleicht sind die deshalb jetzt nicht mehr da. So, hier... Ach stimmt, der war beim letzten Mal eingefroren. Den konnte ich noch nicht benutzen. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich den nicht benutzt habe. Ach da. Okay, ein bisschen entdecken hier noch. Eine Truhe. Ja, immerhin. Schaden tut das auf jeden Fall nicht, ne? Durgos Hut, was ist das denn? Der da? Ja. Ein beim blauäugigen Durgo beliebter Monokelhut. Vergrößert die Reichweite von Pfeilen. Der Held Durgo, ein herausragender Bogenschütze, verteidigte seine Heimat mit seinem Schwager gegen Eindringlinge. Lanafirs Politik, der Abgeschiedenheit zum Trotze, war Durgo auch außerhalb des Reiches bekannt. Na gut, muss ja sagen, dadurch, dass man die Items natürlich auch immer so durcheinander findet... Finde ich es immer sehr schwer, sich aus dem reinen Spielen heraus da jetzt coole die ganze Geschichte zusammenzureimen. Muss ich mal sagen, finde ich ein bisschen schade. So, was war hier? War ich hier oder war das eingefroren? Ach nee, konnte ich nicht backstabben, ne? Ich erinnere mich. Weil die Kristalleis auf dem Rücken hatten. Ich weiß nicht, ob wir hier unten jetzt waren. Wie gesagt, das Problem ist ja natürlich jetzt auch, dass es eine ganze Weile alles schon her ist wieder. Waren wir hier unten schon? Ich kann mich nicht dran erinnern. Achso, Moment. Hier sind die Hunde. Okay, jetzt bin ich überhalb der Stelle.
Oberhalb meine ich. Hallo. Kommst du rüber? Ja. Darf ich dann auch mal? Blöde Wand. Dumme Wand, ey. So, da sind noch zwei. Ich versuche mal jetzt möglichst nicht runterzufallen hier. Natürlich schießen sie beide. Das sind ja eh nur Two Hits, wenn ich richtig treffe. Hier geht's auch noch raus. Ach du Scheiße. Jetzt habe ich mir fast gedacht, dass da jetzt einer durchkommt. 666. Ah, Mist, da war ich zu langsam. Kommt der jetzt rum? Oder sniped, campt der weiter? Das war das richtige Wort. Snipen ist ja auch nicht so. Also es ist schon Snipen, was er macht, aber er campt eigentlich mehr. So, hier waren... Okay, hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Hier konnten wir damals also noch nicht rein. Ich kletter erstmal nach oben. Interessant. Das heißt, neues Gebiet, neues Glück. Elizabeth Pills. Das war ja auch nur zum Heilen, ne? Meine ich. Jetzt habe ich, glaube ich, irgendwo eine Tür geöffnet. Ach, nee, echt. Ich habe eine Tür geöffnet. Ich glaube... Ich glaube, das da ist jetzt die Brücke, von der ich gerade kam, ne? Hier dürfte jetzt also nichts mehr leben. Das ist ein kleiner Shortcut also. Ja, das ist der Teil. Okay, kleiner Shortcut, falls ich sterben sollte. Erinnert mich immer an den Ezio-Spruch. Ein Rückweg, falls ich falle. Genauso ist das bei Dark Souls. So. Bloß da ist es gleich sterben und nicht fallen. Aber man kann auch fallen, aber dann stirbt man natürlich auch. Oh, hier geht's aber weit runter jetzt. So, Kumpel, komm mal her. Moment, an den erinnere ich mich. Ist das hier nicht... Nee, ich dachte, das wäre hier über dem dritten Bonfire. Ich dachte, da wäre auch sowas gewesen. So ein Typ. Einer? Okay. Ja, die Sperre ziehen wenigstens nicht ganz so viel Ausdauer, ne? Okay. Alter, jetzt geht's aber hier... Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich langrennen soll, um ehrlich zu sein. Jetzt wird's doch ein bisschen unübersichtlich. Muss ich ja mal sagen. Ring der Resistenzen. Aber wir finden wenigstens wieder was. Oh, ich bin so froh, aus diesem Gebiet rauszukommen. Das glaubt er gar nicht. Erhöht Gift, Blutungsfluch und Versteinerungsresistenz. Dies ist ein mit 4 gesegneten Edelsteinen verzierter Schutzring. Erhöht die Resistenz gegen Gift, Blutung, Versteinern und Flüche von Waffen. Es ist ein Werk aus dem untergegangenen Land Olafis. Der Zauberer, der diesen Ring schuf, war so mächtig, dass er weithin gefürchtet wurde. Bestimmt treffe ich noch auf den Typen, oder? Aber ich vermute ja fast, dass ich jetzt dann in dem Gebiet bin, wo das nächste Bonfire ist. Sag mal, ist es jetzt scheißegal, welche Leiter ich nehme? Kann das sein? Ach, hier ist gar keine Leiter. Okay, dann ist nicht scheißegal. Och nein, oder? Na klar. Okay, da muss ich gleich ein bisschen aufpassen. Ich nehme sicherheitshalber schon mal einen Lebensstein. Hätten die Hunde jetzt gleich hier um die Ecke kommen. Weil bei denen kann man dann theoretisch auch einfach im Notfall hochklettern. Die Frage ist, kommt hier noch was anderes außer Hunden? Da hinten sind noch mehr Hunde. Es sieht so aus wie so ein Gebiet, wo mich gleich einer invaden wird, um ehrlich zu sein. Habe ich den getötet? Ja, okay. Truhe! Oh Gott, da wollte ich doch aufpassen. Ich glaube, ein Schlag hält die immer aus, oder? Egal welche Waffe. Auch wenn ich mir da nicht 100% sicher bin. Aber ich weiß jetzt, sie hält auf jeden Fall einen Schlag. Von meinem Zweihänder aus. Mit Ring der Klingen. So, dahinter hatte ich aber, glaube ich, hinter den Kisten war, glaube ich, auch noch ein Hund, oder? Ja. Uhu. Oh, natürlich kamen da noch mehr Hunde. Wie konnte ich erwarten, dass das alle wären? Okay. Das war von uns beiden nicht sonderlich. Wobei, er hat mich komischerweise noch getroffen, glaube ich, ne? Naja, gut.
Aber wahrscheinlich hat hier irgendjemand wieder hingeschrieben, dass hier eine scheinbare Wand ist. Vermute ich mal, aber die Nachricht ist inzwischen gar nicht mehr da. Ich verstehe nicht ganz, wie das mit den Nachrichten funktioniert, weil wenn alle Nachrichten da stehen würden, würde man ja inzwischen eigentlich enorm viele Nachrichten haben. Das heißt, wie funktioniert denn das? Wann verschwinden denn Nachrichten und wieso? Gucken wir erstmal hier. Was haben wir denn hier? Fahrstuhl ist in der Regel eigentlich immer gut in Dark Souls. Schon wieder eine Tür. Wo bin ich jetzt nochmal? Ach so, hier, das ist hinterm dritten Bonfire jetzt, ne? Hier habe ich damals dieses Auge gefunden, kann das sein? Irgendwo hier in der Nähe, glaube ich. Hier war auch so ein Typ, aber die scheinen nicht zu respawnen, alles klar. Das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum die an der Arm, an der Dingens nicht respawned sind, an den Armbrüsten, an den Ballisten. War das hier nicht irgendwo? Meine ich. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass hier irgendwo noch so eine Kisten waren, die eingefroren waren. Hier ist das dritte Bonfire. Okay, dann bin ich, glaube ich, einfach nur falsch rumgelaufen. Dann muss ich in die andere Richtung. Okay, also direkt hinterm dritten Bonfire habe ich jetzt... Ach, da oben ist das Ding, klar. Direkt hinterm dritten Bonfire habe ich jetzt einen Shortcut, wo auch scheinbar keine Gegner zu stehen scheinen, weil die habe ich ja auch nicht getötet hier. Das ist natürlich günstig, wenn ich schon lese, dass gleich wieder einer mal invadet. Ich finde das, ich verstehe das irgendwie nicht so. Also das ist auch so eine Sache, die mich bei dem neuen Invaden-System stört. Dadurch, dass man keine Sachen mehr von den NPCs findet, kann man auch nicht erklären, warum die einen eigentlich invaden. Also bei den anderen konnte man immer noch so denken, die haben vielleicht irgendeinen gewissen Grund, warum sie einen... Achso, hier ging's nicht weiter, okay. Warum sie einen eventuell invaden, aber hier? Naja, nicht so wirklich, ne? Die invaden einfach, um zu invaden. Also es gibt ein paar. Es gibt sicher ein paar. Da versteht man, warum die invaden. Zum Beispiel der Typ, den ich freigelassen habe, der Verrückte. Ja, okay, das gehe ich zu. Aber die ganzen restlichen, das sind einfach nur NPCs, die einfach, keine Ahnung, zu viel Zeit hatten. Und einfach mal Bock hatten. Ich hätte mein Schwert noch reparieren sollen am Bonfire. Na, aber ich will mir erstmal den Finstergeist angucken jetzt hier. Scheint ein Kampf auf der Brücke zu werden. Na, wo bleibt er? Verstoßen und nicht schon wieder eine Hexe. Ich hasse Hexen. Ich glaube, die hatten wir auch schon mal, oder? Das war ein bisschen daneben, meine Gute. Ich glaube, so eine ähnliche hatten wir mal. Donner. Bin mir nicht sicher. Wow. Das ist ja, was ich nämlich genau gedacht jetzt, dass der andere Typ jetzt auch noch kommt. Wow. Der wirft seinen Speer. Jetzt habe ich es mal gerafft. Au. Ich ziehe mich mal so ein bisschen zurück und versuche, die mal ein bisschen zu trennen. Erstmal den einen Typen besiegen. Das wäre vielleicht ganz gut. Also es ist jetzt wichtig, die zu trennen. Also ich meine, ich hätte kein Problem damit, gegen sie zu kämpfen, wenn der andere nicht wäre. Der geht jetzt auch zurück. Perfekt, gut. Dann können wir kämpfen, Hexe. Jetzt läuft die aber zurück, kann das sein? Die verstoßene Hexe. So. Bisschen Ausdauer recovern. Ausdauer regeneriert sich gerade so unglaublich langsam. Aber wirklich viel kann die mit dem Schild auch nicht machen, habe ich das Gefühl. Und tschüss. Ja, die war jetzt nicht so sonderlich schwer. Gab's schon schlimmere Hexen, muss ich sagen, beziehungsweise Zauberer. So, kriege ich mein Menschenbild. Danke. Aber irgendwo müsste ja eigentlich noch ein Bonfire in dem Gebiet sein. Aber wenn ich jetzt gerade einen Shortcut zu einem anderen Bonfire gekriegt habe, erwarte ich jetzt eigentlich nichts. Vielleicht bei den Stachelratten gibt es vielleicht auch noch einen Bonfire, kann ich mir auch vorstellen. Da drin wartet auf jeden Fall ein Gegner. Kann ich die Tür einfach aufmachen? Achso, okay. Ich dachte, da gibt es einen Hebel. Ah ne, das ist so ein Ritter, oder? Ja. Kämpft er jetzt? Kann ich mit ihm reden? Ah, okay, er geht jetzt, glaube ich. Ah, perfekt. Ein Ritter aus Eleumlois sucht das Chaos. Schön, damit haben wir Nummer... Ja, Nummer 2. Das ist erst Nummer 2. Einer war ja schon da und das ist der erste, den wir gefunden haben. Dann vermute ich mal fast, dass ich jetzt zu den Stachelratten muss. Aber ich würde gerne noch... Also ich gehe nochmal zum dritten Bonn. War es beim dritten jetzt der Shortcut? Ja, der dritte. Beim dritten Bonfire, da will ich nochmal ganz kurz den restlichen Weg, also ich habe jetzt einen anderen kleinen Weg genommen, da will ich jetzt nochmal ganz kurz den restlichen Weg vom
dritten Bonfire. In der Richtung lag das dritte Bonfire, ne? Vom dritten Bonfire zurück in Richtung zweites Bonfire. Da war ja noch ein kleiner Weg, den würde ich gerne nochmal überprüfen, weil ich glaube, da waren noch Kisten, aber ich kann auch sein, dass ich mich da nicht mehr ganz richtig erinnere. Ich glaube nicht, dass da noch ein Ritter irgendwo rumsteht, aber... Moment, stimmt. Ich erinnere mich an euch. Ah ne, Moment. Hä? Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Vor allem da war ich auch noch nicht, fällt mir gerade auf. Jetzt bin ich gerade ein bisschen... Ich will nochmal gucken, was ist hier nochmal gewesen? Ah, hier waren aber auf jeden Fall auch so eine Dinger. Okay, passt mal auf. Dann würde ich sagen, machen wir es beim nächsten Mal so, dass wir uns noch ein bisschen hier in den Festungen umsehen, bevor wir wieder zu den Stachelratten zurückkehren. Und ja. Ich guck mal, ob ich den Weg vom zweiten Bonfire dann nochmal nehme. Ob das sinnvoll ist, müssen wir mal schauen. Wie gesagt, das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.